Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu euren Single-Liebes-Orakel. Ja, wir starten in die nächsten 14 Tage. Ich habe es euch schon angekündigt, dass ich im neuen Jahr werde ich nicht mehr eine Woche, sondern 2 Wochen in einer Legung haben. Das heißt, ihr müsst dann halt noch einmal in die nächste Woche noch einmal hineinschauen, hineinhören. Und ich würde es das euch sowieso empfehlen, dass ihr das Glöckchen hier drückt, ja, dass ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und das würde ich euch auf alle Fälle empfehlen, das anzuschauen und auch zu nutzen. Ich schaue mal, wie das bei euch so ankommt. Schreibt es mir unten in den Kommentaren hinein, wie es euch gefällt, ob ihr sagt, nee, ihr möchtet das in der wöchentlich haben oder nein, das passt absolut, weil dann habe ich auch frei für neue Inspirationen für euch, neue Videos hochzuladen, dass ihr auch zwar immer täglich und wöchentlich informiert werdet, und beziehungsweise, dass ich dann auch neue, andere Legungen dann machen kann, die außer tue ich, denn ihr möchtet euch unbedingt den Familienbaumstamm, hättet ihr ganz gerne, haben mir schon ganz viele geschrieben, wieder eine Ahnenlegung, das würde euch sehr interessieren. Und dann habe ich natürlich Zeit für diese Videos, ja, weil dieses eine Video ersetze ich dann durch dieses eine andere Video, okay? So, und jetzt schauen wir in den 14 Tagen hinein, was möchte sich in der Liebe zeigen? Und dann starten wir mal, was zeigt sich in der Liebe bei euch in den nächsten 14 Tagen? Die sind noch sehr gut. Die sind nämlich ganz neu. Die habe ich nämlich von meiner Prinzessin gekriegt, von meiner Großen. Und die sind noch sehr rutschig. So. 7 des Feuers. Also hier geht es wirklich darum, dass du hier dein Gleichgewicht finden sollst, dich mutiger sein sollst und mehr dich vertrauen sollst, ne? Also die 7 des Feuers, also hier sind so Feuerfeen sozusagen. Hier ist eine Feuerfee, hier und hier. Ja, also hier solltest du wirklich schauen, dass du da dich was traust, dass du dich nach vorne traust, dass du eben wie die Königin der Luft sehr weise jetzt dein Leben in die Hand nehmen sollst, ja. Wir schauen jetzt nur noch hinein, das 7 des Feuers. Na? Jetzt. Ja, persönliche Bestform, Ausdauer, Beharrlichkeit, Nonconformius, mich kann jetzt in meiner Passion nichts aufhalten. Ja, du bist jetzt bereit, niemand kann dich jetzt mehr aufhalten, die Liebe deines Lebens zu leben. Das heißt aber auch, dass du flexibler sein sollst, Kompromisse eingehen sollst und dich aus deiner Versuchung lösen darfst. Ne? Hier darfst du mehr in die Lösung gehen. Also was bringt die Liebe zu dir sozusagen? Ja? Oder wer oder was kannst du jetzt tun, damit die Liebe in dein Leben kommen kann?
im Bälder, also irgendetwas kommt sehr schnell auf dich zu, könnte mit einer Religion zu tun haben. Also es könnte sein, dass er oder sie eine andere Religion hat wie du, eine andere Sprache hat wie du oder andere spirituelle Interessen hat wie du, ne? Und die sind ganz dick, das sind auch ganz neue, die ich von meinem Schatzi bekommen habe. So. Und entspanne dich. Yeah, du sollst dich entspannen. Also hier geht es wirklich darum, dass du entweder, wenn du entspannt bist, jemandem begegnest, ja, wenn du in deiner Ruhe, in deiner Stille, in deiner Ausgeglichenheit bist, das kann sein, da kannst du jemandem begegnen. Ich bin gespannt, wer oder was sich bei dir zeigen wird. Wir legen jetzt gleich die drei Stapeln aus. Du verdienst es, geliebt zu werden, definitiv. Also du kommst auf den Trichter, du lässt nur mehr ab sofort, nur mehr liebenswerte, erfüllende, liebende, potenzielle, liebende Partner in dein Leben. Alles andere ist für dich nicht mehr relevant. Sage mal, hier rutschen echt noch ordentlich. So. Die möchten noch verteilt werden und zwar in diesen Stapeln. Gut. Und dann hast du hier die Acht des Wassers. Also du hütest deinen Schatz sehr, sehr stark. Es ist wie wenn bald Rettung kommen wird. Ja, also ich habe das Gefühl, dass du da noch ein bisschen Geduld haben solltest. Mit den Acht des Wassers. Schauen wir mal. Ja, die Entdeckungsreise loslassen zu einer tieferen Bedeutung und Authentizität finden jenseits der Oberflächlichkeiten. Ja, du sollst nicht alles, was glänzt, ist Gold. Also du sollst da ein bisschen hinhören. Ja, nicht alles, was glänzt, ist gleich Gold und möchte auch gleich zu dir. Zweifel. Ja, du hast inneren und äußeren Zweifel. Zweifel, dass du gut bist. Zweifel, dass du ja alles für dich jetzt sozusagen auch beanspruchen kannst, dass du geduldig sein darfst, dass du dich jetzt mehr und mehr in deinen Zweifeln jetzt nicht hineinlegst, dass du zweifelst an deiner Liebe, dass du zweifelst, dass es den oder die Richtige gibt. Da solltest du jetzt achten, dass du da nicht hineinfällst in diese Opferhaltung, sondern dass du da sagst, ich vertraue darauf,
dass die Liebe, der oder die in dein Leben kommen kann. Ja, dein Wissen, deine Weisheit wird dich zu diesem Love Man, Love Woman bringen, habe ich das Gefühl. Na, ich bin gespannt, wer oder was da jetzt auf dich zukommen wird. Wir schauen in die Zeitkarten hinein, welche Zeit. Du kannst dir einen der Stapeln auswählen. Wie gesagt, du kannst an Bord sein, du musst aber nicht mit an Bord sein, sozusagen. Das kann sein, dass du in der Reisegruppe eben mit dabei bist oder eben das nächste Mal. Also hier ist es wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl achtest. Sehr viele sind ja in der Reisegruppe. Viele schreiben mich ja auf WhatsApp und Instagram und auf E-Mails, Mensch, an. Ja, dass ihr in dieser Reisegruppe wart und dass dich das oder das schon erfüllt hat. Also ich freue mich da auf jede einzelnes Kommentar von euch. Es könnte der Freitag jetzt relevant sein, also gestern sozusagen. Vielleicht ist gestern schon etwas in eurem Leben passiert, was sich heute in den Karten zeigt. Ja, vielleicht hast du noch Angst vor einer Liebe, dann schau bitte ganz genau hin, weil viele denken, nee, ich habe mir keine Angst mehr, ich brauche das nicht und keine Ahnung. Aber dennoch ist etwas, was noch nicht in dein, ganz in deiner Erfüllung ist. Ja, du sollst aus deinen Werturteilen loslassen. Vielleicht hast du noch Werturteile gegenüber dich oder gegenüber andere oder gegenüber jemanden. Die solltest du schleunigst loslassen, damit sich etwas erfüllen kann in deinem Leben, ne? Das Kind, also da möchte ein Neubeginn starten, jetzt bei dir. Also du selbst möchtest jetzt schon ganz neu starten, sozusagen. Irgendwas ist dir jetzt schon wichtig zu erfahren. Also jetzt, ich habe das Gefühl, du bist schon so weit. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob dein Gegenüber schon so weit ist. Ne? Aber dann bist du ja auch noch nicht so weit. Das ist halt, ja, das beruht ja immer auf Gegenseitigkeit. Oh.
Offenheit. Also hier kommt die Offenheit zu dir. Du sollst gelassen sein. Also hier kommt noch einmal die Gelassenheit. Du sollst wirklich ruhig sein, entspannt sein, gelassen sein. Also hier kommt wirklich etwas auf dich zu, aber du darfst jetzt noch ein bisschen geduldiger sein mit dir selbst und auch erkennen, wen oder was willst du an deiner Seite, wen möchtest du nicht mehr. Und jetzt schauen wir gemeinsam hinein in die Hauptüberschrift und du kannst dir einen, zwei oder alle drei auswählen. Ich sage dann eh oft dazu, okay, die einzelnen gehören zusammen, bitte schau dir nochmal eins und zwei an. Es kann ja natürlich auch sein, dass du sagst, okay, du nimmst jetzt für diese Woche vom 4. bis zum, Moment, vom 4. bis zum, welcher wäre das dann? Vom 4. bis zum 11. Ne? Vom 4. bis zum 11. würdest du zum Beispiel diesen Kartenstapel wählen. Und vom 4. bis zum, also vom 11. bis zum 18. den oder den oder den. Also du kannst jetzt wählen aus diesen drei. Ja, du kannst sagen, okay, du wählst jetzt da für eine Woche diesen Stapel, für eine Woche diesen Stapel. Ja, also das kannst du natürlich individuell gestalten, wie du möchtest. 9 der Erde. Wow. Also da kommt etwas zum Abschluss. Irgendwas möchtest du abschließen. Aber auch zugleich möchtest du etwas zu mehr Blühen bringen. Du hast mir aber noch eine Maske auf. Also irgendwo zeigst du dich noch nicht ganz dort, wo du sein möchtest. Du zeigst dich noch nicht die du bist. Ja, du zeigst dich vielleicht natürlich, aber denkst dir, Mensch, naja, Schminke wäre schon schön, da würdest du dich noch wohler fühlen. Also du zeigst dich noch nicht so, wie du bist. Ne? Sagen wir mal so. Dann die 9 des Feuers. Also hier könnte Schütze, Löwe, Widder oder Stier, Steinbock, Jungfrau dabei sein. Dann haben wir den Hierophant und den finde ich auch so schön. Also wirklich mit der Feder, ein Schriftstück, den Kelch, die Kerze, die Ringe, eine Verbindung, ein Vertrag könnte jetzt abgeschlossen werden. Und das Göttliche, den göttlichen Siegel sozusagen. Also hier kann sein, dass du jemanden oder etwas jetzt beflügelst, ja, oder jemand beflügelt dich sozusagen. Aber schauen wir in die einzelnen Deutungen eh nochmal hinein. Dann die 7 der Luft, also hier auch Waage, Zwillinge, Wassermann. Also hier auch eine schöne Karte. Hier sind die 7 der Luft, also 7 Gefieder sozusagen. Dann lass die Kontrollthemen los. Ah, okay, da haben noch ein paar Kontrollthemen. Ja, vielleicht bist du auch ausgenutzt worden um deine Leidenschaft. Vielleicht hattest du immer Past-Life-Beziehungen. Das bekomme ich auch so herein. Moment, ich mache das jetzt ganz so, damit ihr gut alles sehen könnt. Diese Past-Life-Beziehung, wo du dich noch immer hingezogen fühlst, das ist echt interessant. Also hier sollst du wirklich Kontrollthemen loslassen und es auf einen natürlichen Weg auch in die Natürlichkeit zu bringen. Also hier könnte wirklich sein, dass du hier noch irgendwo festhängst an einer Beziehung, an etwas, wo du sagst, das möchtest du, aber das Neue wartet auch schon auf dich. Also du sollst wirklich da jetzt raus und dich loslösen, weil du fühlst dich noch immer verbunden, ne? Also du sollst da wirklich das loslassen, damit du dich
dieser Verbundenheit, wenn du schon dich verbunden fühlst und für dich das wie ein Segen ist, darfst du dich fragen, warum ist, könnt ihr das noch nicht leben? An was liegt es? Und entweder liegt es an dir oder an deinem Gegenüber. Und du sollst neue Ideen in die Welt bringen. Ja, neue Ideen. Ich habe ja eher das Gefühl, dass hier etwas Neues kommen soll. Dass das schon zu lange in einer Pipeline-Schleife war und dass du hier rausgehen sollst und etwas Neues kreieren sollst, sozusagen. Und jetzt schauen wir neu in der Erde. Diszipliniert, Eigenständigkeit, verlässliche Ressourcen, Selbstbeschränkung, Selbstbeherrschung, der abschließende Stein im Fundament. Ja. Ich weiß, dass ich mich auf mich... Hallo, mein Schatzi, Potzi. Guck du wieder rauf zu uns? Na dann bitte, warte ein bisschen. Eins, zwei, hopp. Du bist ein schwerer Bär. Warte ein bisschen. Du mit dem Manti, mit dem Kapuzzi. Mit deiner kleinen Kapuze. Süß, oder? Er hat ja so viele Pullis, ne? Mein kleiner Wichtel. Ich weiß, dass ich mich... Kerze, aufpassen. Nein. Du. Da ist Kerze. Ja. Ich weiß, dass ich mich auf mich selbst und dem göttlichen Prinzip verlassen kann. Dabei stehen mir viele Werkzeuge zur Verfügung und ich setze meine Ressourcen mit Bedacht ein, um meiner Absichtigung materielle Welt eine stabilere Basis zu geben. Mit Fleiß und Disziplin konzentriere ich mich auf den Abschluss der Arbeit. Ja, das ist genau das, was ich hier reinbekommen habe. Du sollst dieses abschließen. Also du sollst dieses Kapitel zumachen, beenden und etwas Neues beginnen. Die ich vor langer Zeit begonnen habe. Ich vertraue darauf, dass der göttliche Plan sich genau so vor meinen Augen erfüllt, wie es vorgesehen ist. Also du sollst es dir vorstellen, was möchtest du jetzt aus deinem Leben? Was ist das, was für dich jetzt wichtig ist? Was ist das, was du in die Wege bringen möchtest, was dich glücklich macht? Dann Vorsicht, Zentrierung in der Ungewissheit, Neubewertung der Situation. Ja, du sollst achten. Ist es eine Neubewertung? Ist es das, was du wirklich willst? Ist es diese Leidenschaft wert, um genau da noch zu verhadern? Oder ist es dir nicht mehr wert? Dann darfst du aus diesen Fußstapfen raussteigen und dann kannst du schauen in den einzelnen Stapeln, was sich da bei dir so zeigen wird. Ne? Aber ich habe so das Gefühl, du hängst da noch einer alten Liebelei hinterher. Und das solltest du jetzt beenden. Egal ob dir das bewusst ist, egal ob es in diesem Leben ist. Es kann ja sein, dass du im Vorleben jemanden hinterher gehechelt bist und du in diesem Leben sagst, naja, in diesem Leben hechelst du niemand hinterher. Aber deine Seele vielleicht schon noch, weil sie etwas noch nicht gelernt hat. Und wenn du da das wissen möchtest, kannst du dich sehr gerne an mich wenden und wir schauen dann gemeinsam hinein, was im Vorleben oder bei dir so los ist oder ob das wirklich in diesem Leben so der Fall ist. So, die 9 des Feuers. Ich muss innehalten, abwarten und mich umschauen, bevor ich weitergehe. Aus meinem Gefühl von Unsicherheit spricht meine innere Weisheit, die ihr mahnt, Licht in meine Situation zu bringen, mich von einer Einsicht führen zu lassen, bevor ich den nächsten Schritt tue. Es ist gut, die Dinge zu hinterfragen. Ich werde sorgfältig prüfen, ob ein anderer Weg an diesem Punkt der richtige für mich ist. Ja, ist an dieser Stelle der Punkt erreicht, wo du sagst, so jetzt und nur der oder nee, jetzt jemand anderes bitte. Ja, und dann kommen diese neuen Ideen, wo du sagst, naja, jetzt möchte ich gerne neue Ideen haben, jetzt möchte ich Neues in mein Leben bringen. Und jetzt achte ich mal auf das, was ich gerne möchte. So, mein Schatzi-Batzi, mein Schatzi-Batzi, wir brauchen den Platz, mein harten Fuß. Bist du mein Schmusi? Mein kleiner Schmuser an Bord.
Bei dir geht es um Verspieltheit und achte auf deine Warnsignale. Vielleicht nimmst du das Leben dir ein bisschen zu leicht mit diesen Menschen, drum auch die Leidenschaft. Vielleicht bist du jemand, der andere nicht ausnutzt, aber ich habe so das Gefühl, dass du dir nimmst, was du willst, ohne darüber nachzudenken. Und da sagen sie, sollst du ein bisschen achten auf dein Temperament, auf das, was du willst, dir das gut anschaust und dann loslässt. Weil was wäre es, wenn andere Menschen es mit dir tun würden? Wie würde es dir dabei gehen? Und wenn andere mit dir so umspringen, dann hat es damit was zu tun, dass du selbst in dir dieses leichte Mädchen und diese leichte Frau und diesen leichten Mann hier repräsentierst. Und du repräsentierst dann keine Beziehung, keine Partnerschaft, denn dann repräsentierst du sozusagen die Leidenschaft und das Verspieltsein, aber nicht eine Partnerschaft. Und darauf solltest du jetzt achten, dass du das nicht dir verzettelst. Also wenn du eine Partnerschaft möchtest, dann sollst du auch die Energien darauf lenken. Und das ist jetzt dein Segen sozusagen. Ja, hier haben wir schon die 9 der Erde, 9 des Feuers. Hier haben wir die 8 des Feuers. Also auch interessant, dass hier die 9, ja, den Abschluss, zweimal die 9, ja, und hier die 8 des Feuers. Also verbrenne hier nicht die Fingerchen, ja. Dann hast du das Ass des Feuers, oh mein Gott. Also das merkt man schon, ne? Also das und die Kraft auch noch hinterher. Da bist du eine sehr leidenschaftliche Person, die Sexualität sehr wichtig ist. Sehr rausposaunt, sehr leidenschaftlich, sehr temperamentvoll. Es könnte sein, dass du ganz, ganz viel Feuer in deiner Chart hast. Dann hast du aber auch die Abhängigkeit. Logisch, ne? Du bist abhängig der Sexualität, du bist abhängig von diesem leidenschaftlichen Mann, von dieser leidenschaftlichen Frau. Und da sollst du dich rauslösen, ne? Das sind deine Träume. Ja, das sind deine Träume. Du erhoffst noch immer, dass du mit diesem Herrn, mit dieser Dame zusammenkommst. Das gilt jetzt nur für diejenigen, die eben so eine leichte, verspielte Beziehung haben zu jemandem. Also keine Beziehung, sondern eine sexuelle Beziehung, eine Win-Win-Situation. Also jeder holt sich das heraus, was ihm gerade passt. Das heißt, ihr ergänzt euch ganz gut, weil ihr eben das beide das Gleiche wollt, aber blöd wird es halt, wenn einer mehr möchte, ne, als der andere. Dann wird es blöd, wenn ihr beide so verschiedene seid, nur Sex und nur Treffen und nur easy und spielerisch und leicht, dann ist es ja auch okay. Aber sobald jemand mehr möchte, dann ist es schon nicht mehr okay. Und jetzt schauen wir noch auf das auf das Ass des Feuers und dann die 8 und dann das Ass der Feuer. Vom Göttlichen inspiriertes Handeln, Transformation, Zugang zur Kraft. Wie passend ist das? Du hast die Kraft mittendrin, ne? Du hast den Zugang zur Kraft und du hast die Kraft auch noch da. Also wie passend sind das bitte, die Karten? Wenn ich meine Verbindung mit dem Göttlichen spüre, erkenne ich den unbegrenzten Potenzial der Transformation. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, denn ich werde in der Verwirklichung meiner kühnsten Träume vom göttlichen Prinzip inspiriert und vollkommen unterstützt. Ne? Auch wie interessant, hier ist das Wort Träume gefallen, Kraft ist gefallen, das Wort und Träume. Also hier hast du Träume, hier hast du Kraft, hier sind die Träume, hier ist die Kraft. Also hier kann schon sein, dass du da wirklich lernen darfst, deine Kraft umzusetzen in deine, was willst du wirklich? Und dann rauskommst von dieser Abhängigkeit. Dann 8 des Feuers, im Gang kommen rasche Veränderungen, Reisen, Transformation.
Es ist eine sehr dynamische Zeit, denn diese Transformation ist von göttlicher Kraft gespeist. Wieder die Kraft und das wieder in der Mitte. Ne? Das ist zwischen Ast des Feuers und Acht des Feuers liegt die Kraft und wieder ist die Kraft gefallen. Ich bereise neue Gegenden, bin gespannt auf die Erfahrungen, die mich dort erwarten. Ich bin an meinem Ziel angelangt und das Abenteuer der Entdeckung erfüllt mich mit neuer Energie. Ja, das ist genau das, was ich glaube. Ne? Also im Grunde genommen, wenn du dieses Orakel schaust, willst du ja keine Beziehung in dem Sinn, sondern bist du absolut glücklich mit deinem Single-Dasein. Und du hast ja jemanden, mit dem du dich treffen kannst, mit denen du dich unterhalten kannst, mit denen du Sexualität hast. Und das ist eine verleichte, verspielte, verträumterische Beziehung. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Wenn du aber eine Basis mit jemandem aufbauen möchtest, das ist sie nicht. Ja, das sehe ich ganz klar. Und das weißt du auch. Das hast du auch schon in deinen Gedanken, dass es nicht die Partnerschaft ist, die du gerne möchtest. Aber das ist eine Partnerschaft, die du jetzt hast, die dir jetzt vielleicht auch gut tut. Ne? Und wenn du tatsächlich Single bist und sagst, nö, ich weiß eigentlich gar nicht, von was die redet da, dann könnte es sein, dass du diese innere Einstellung hast von einem Vorleben. Ne? Einmal angenommen, du warst im Vorleben eine Dame, die Männer beglückt hat oder Frauen auch beglückt hat und hast dir das in diesem Leben mitgenommen sozusagen und dann bist du eine sexuelle, attraktive junge Frau oder ein junger Herr und er denkt sich, warum kannst du keine Partnerschaft führen, immer nur läuft es auf das leichte Spiel hinaus, ne? Dann hat es etwas damit zu tun, dass dann etwas mit deinem Vorleben. Weil du möchtest dir, hoppla, Entschuldigung, ich wollte die Karte zeigen, Ordnung schaffen. Das heißt, du schaffst jetzt Ordnung in deinen Gedanken, du schaffst Ordnung, was möchtest du wirklich in deinem Leben? Ist es dann diese Leidenschaft wert oder möchtest du dich daraus lösen? Ja, etwas geht zu Ende. Ja, vielleicht spürst du das auch schon, dass er oder sie mehr von dir möchte oder du möchtest mehr. Und in dem Sinne zieht sich dann der andere zurück, ne? Logisch. Und dann wirst du erst offen werden, dann wirst du an dir arbeiten und dann wirst du offen werden für eine Partnerschaft. Und es geht fast zu schnell. Also dieser Mensch, der sich dann von dir da löst, von diesem leichten Spiel sozusagen, könnte natürlich auch sein, dass er oder sie sich dann auch dahingehend lösen wird von dir und das sehr plötzlich und sehr schnell. Ja, wieder der Reiter, ne? Sehr plötzlich macht sich jemand wieder auf den Weg, ne? Also jemand kommt sehr schnell und geht sehr schnell. Ja, wie passend ist das? Ja, deine Visionen sind andere. Du weißt es, du hast die Begabung. Aber du traust den Raten nicht, ne? Also irgendwie möchtest du was Neues und irgendwie auch nicht. Also hier bist du wirklich so im Hin und Her. Du weißt, du hast es mehr verdient als das, was du jetzt hast. Ja, und das ist eben, du möchtest die Undurchsichtigkeit heilen. Ja, du möchtest deine Undurchsichtigkeit heilen. Und dazu würde ich dir wirklich raten, dich entweder ein Vorleben, ein Channeling zu machen. Was war im Vorleben bei dir so los? Das kannst du sehr gerne bei mir machen, damit eben dieses Ghosting aufhört und ständig Menschen in dein Leben kommen, die kommen und gehen. Ne? Das ist ein Kommen und Gehen. Und das hast du dir von einem Vorleben mitgenommen, dieses Kommen und Gehen. Das ist wie eben dieses Mädchen oder dieser Mann, der damals gearbeitet hat und andere beglückt hat sozusagen. Die sind auch gekommen und gegangen. Ne? Eine ist gekommen, eine ist gegangen, eine ist gekommen, eine ist gegangen, eine ist gekommen, eine ist gegangen. Und das hast du dir in diesem Leben auch ein bisschen mitgenommen. Ja? So, du hast aber du hast das Selbstbewusstsein, du bist eine starke Frau und ich glaube auch, dass du beruflich eine sehr starke, erfolgreiche Frau bist oder ein erfolgreicher Mann bist, doch in Beziehungen hadert es immer. Ne? Du fühlst dich am Ende, fühlst du dich immer stetig alleine. Auch wenn du selbstbewusst bist, du fühlst dich ständig alleine. Und da fragst du dich, warum ist das so? Ja, eben wieder dieses Träumen. Hier das Träumen, da haben wir es im Text drinnen gehabt, das Träumen. Also du träumst von einer Partnerschaft gedanklich, aber du setzt nichts um, weil Träumen alleine
bewirkt noch nicht die Umsetzung. Du musst es auch umsetzen, musst es auch tun, damit du eben von der Raupe zum Schmetterling erwachst. Ne? Dann die Zufriedenheit, also es geht wirklich darum, dass du in deinem Leben zufrieden bist. Wenn du mit dem, was ich da gesagt habe, zufrieden bist, dann ist es ja dein Leben und dann ist es auch gut so. Aber wenn du nicht zufrieden bist, dann würde ich dir raten, etwas schleunigst zu verändern. Dann Bausteine um den anderen. Ja, du denkst ja, es kommt ein nach dem anderen und es ist immer das gleiche leichte Spiel. Und da würde ich dir empfehlen, dich da beraten zu lassen von jemandem, entweder von mir oder von jemand anderem. Und das beobachtest du schon sehr lange. Und ich glaube, das beobachtest du schon eine sehr lange Zeit, dass du da jetzt rausgehen möchtest. Du weißt, es immer wieder läuft es auf das hinaus, dass es immer nur von kurzer Dauer ist, ein Kommen und ein Gehen ist. Aber irgendwie kommst du nicht zu dir. Kommst du nicht zu dem, was du gerne möchtest. Und wenn man die 9 und die 1 zusammen tun, dann wäre das die 10 und dann ist der absolute Neubeginn. Ja? Also denke daran, hab den Neubeginn, geh diesen Weg, dann wirst du auch merken, dass du den Neubeginn starten kannst und nicht mehr Menschen anziehst, die eben undurchsichtig sind, die eben dieses Ghosting haben. Mal sind sie da sichtbar, mal sind sie nicht sichtbar. Ne? So, Also es ist ja auch gut zu wissen, weil dann kannst du ja was tun. Ne? Weil wenn du nicht weißt, was du tun oder verändern sollst und du möchtest ja was verändern, sonst hättest du ja nicht dieses Orakel schauen. So, und jetzt kommen wir zu Stapel Number 2. Schauen wir mal, ob es da auch so hektisch und keine Ahnung wie vor sich geht oder ob es da ein bisschen sanftmütiger wird. Schauen wir mal. Du hast dich vielleicht auch irgendwo verrannt mit deinen Finanzen, ja, vielleicht hast du jetzt eine Scheidung gehabt oder du möchtest dich neu verloben, aber hast das Geld nicht dafür. Also hier musst du deine Finanzen noch in den Ausgleich bringen, das wirst du aber, denn du hast neue Ideen, neue Inspirationen und neuen Segen. Bei dir geht es darum, dass du zuerst deine Finanzen in die absolute Reinheit und Klarheit bringen sollst, bevor die Verlobung stattfinden kann, sozusagen. Dann hast du hier die 3 der Erde, die 2 der Erde und die 6 der Erde. Also Halleluja, mein Schatzi, da sind Erdzeichen, da sehe ich wirklich, Stiere, Steinbock und Jungfrau. Also ihr seid in einer Partnerschaft entweder nicht mehr glücklich oder mit eurer Situation gar nicht mehr glücklich. Also hier musst du etwas loslassen und was, das schauen wir uns genau an mit der 3 der Erde, mit der 2 der Erde. Also du jonglierst ständig, ne? Also du... Und die 6 der Erde. Also irgendjemand beobachtet dich. Und schau mal, der steht auch im Nebel, ne? Der weiße Hirsch. Der steht im Nebel, ne? Na, schauen wir mal. Aber dann schauen wir mal. Die 2 der Erde, 3 der Erde und 6 der Erde. Moment, die 6 der Erde haben wir. Und jetzt haben wir auch die 2 und die 3. Die 2 der Erde. Angenehmes Arbeiten, Anpassungsvermögen, die richtige Balance zwischen Arbeit und Vergnügen. Genau, und das sind deine Finanzen, ne? Zwischen dieser Leichtigkeit, zwischen der Verlobung und auch diesen Arbeiten und Freizeit, diese Balance zu finden, sozusagen. Meine Bemühungen erfüllen mich mit Freude. Arbeit und Vergnügen sind nicht getrennt, weil mir Spaß macht, was ich tue. Es fällt mir leicht, mich veränderten Bindungen anzupassen. Ich gehe ganz auf den Genuss der Kreativität und bin gespannt zu sehen, wie die von mir ausgebrachte Saat keimt.
wächst und sie auf unerwartete und vielleicht überraschende Weise entwickelt. Es heißt jetzt, flexibel zu sein und auf den Prozess zu vertrauen, in dem das Universum dem werdenden Gestalt verleiht. So oder so werde ich meine Träume in die materielle Welt manifestieren. Ja, du spürst schon in der kleinen Zeh, dass deine Finanzen bald Früchte tragen werden, dass sie bald in die Erfüllung gehen. Und das weißt du, das spürst du. Ne? Dann die drei der Erde. Teamwork, auf solide Fundamenten aufbauen, gemeinsam Anstrengungen in Zusammenarbeit. Was ich aufbaue, ruht auf einer soliden Grundlage. Darum weiß ich, dass es mir nicht unvermittelt wieder entleiten wird. Ich bin mit anderen Menschen in der gemeinsamen Anstrengung verbunden, voranzukommen in dem, was wir miteinander zu erschaffen wollen. Also du hast vor, wirklich hier wieder ein Neues aufzubauen. Ich glaube, dass du hier dein Haus alles zurücklassen musstest, deine Finanzen wirklich dort, wo du all das aufgebaut hast, zurücklassen musstest. Und das tat dir so richtig weh. Aber du weißt, du baust noch einmal neu auf. Du wirst noch einmal etwas Neues in die Wege leiten. Ich teile meinen Freund und meinen Stolz mit den Menschen, die mich umgeben und unterstützen. Ob Lehrer oder Schüler, wir alle sind dabei zu lernen und zu wachsen und gemeinsam etwas zu erreichen. Ja, du weißt, dass du was erreichen wirst. Ne? Du weißt es, du spürst es auch, dass du das, was du erreichen möchtest, auch umsetzt. Die sechste Erde, unverhoffte Ressourcen, freudige Überraschungen und Großzügigkeit. Also ich glaube, auch bei dir wird überraschend jemand in dein Leben kommen, mit der oder mit dem du etwas Neues aufbauen kannst, wieder etwas aufbauen kannst und wirklich ganz neu beginnst. Was ich in die Liebe in die Welt gesendet habe, kehrt jetzt auf vielfache Weise zu mir zurück. Ja, du hast mit alles aufgeben müssen, dein liebstes Haus, dein Zuhause. Du musstest sehen, wie deine noch Frau oder Ex-Frau in diesem Haus sitzt, was du dir erschaffen hast, was du aufgebaut hast. Und das tat dir richtig weh, aber das hast du jetzt wirklich losgelassen. Du baust jetzt auf das auf, auf das Neue, und somit, weil du vertraust, kommt hier ganz eine neue Liebe auf dich zu, mit der du das auch verwirklichen kannst. Andere Menschen beweisen mir ihren Großmut und unverhoffte Ressourcen tun sich auf. Das Universum erinnert mich daran, dass die Welt voller angenehmer Überraschungen ist. Hinter der hübschen Verpackung verbirgt sich echter Beistand als ein Geschenk, Licht des Gottes. Gerade als ich dabei war, an allem zu zweifeln, offenbaren sich mir Schätze, die zu empfangen ich berufen bin. Welches Geschenk werde ich heute auspacken? Ja, da wartet ein wundervolles Geschenk auf dich und das passt wieder perfekt zu dem, was ich gesagt habe, nämlich das Miteinander. Also du möchtest miteinander etwas erreichen, also wie passend passen die Karten. Ja, du bist dankbar jetzt darüber, dass du vielleicht das Haus nicht mehr hast. Früher warst du traurig, verzweifelst, aber jetzt baust du dir quasi das Neue wieder auf und alle werden dich bestaunen und sagen, hey, wow, wir sind stolz, du hast echt ein Haus verlassen und du baust wieder ein neues Zuhause auf oder kaufst dir ein neues Zuhause und du wirst dann ganz glücklich und du wirst diesen Beifall gar nicht mehr benötigen, du willst ihn auch gar nicht mehr. Du bist nur froh, dass du das hinter dir hast, sozusagen. Und dazu haben dir die himmlischen Wesen geholfen, dass diese Liebe in dein Leben kommen kann jetzt. Ja, Helfer, ne? Also du hattest viel Unterstützung, also du hattest viele Menschen, die dich geholfen haben, dass du die Stärke auch beibehalten hast, etwas umzusetzen. Es könnte ein Montag oder ein Mittwoch sehr wichtig für dich sein. Du wirst auch dich austauschen. Du hast dich viel ausgetauscht mit anderen Menschen. Es kann auch sein, dass du eine sehr gute Freundin, einen guten Freund an deiner Seite hast, den du sehr befragen wirst oder befragst. Also das Schicksal möchte jetzt etwas zu dir bringen, aber das weißt du noch nicht. Also irgendetwas möchte das Schicksal jetzt zu dir führen, aber das weißt du noch nicht, was das ist. Das hat etwas mit einem anderen Leben zu tun und mit der Freude.
Also ich habe das Gefühl, du hast eben zu lange wirklich getrauert um dein Zuhause. Du hast gebettelt, dass du nochmal, dass sie dir nochmal eine Chance gibt, dass er dir nochmal eine Chance gibt. Und in Wirklichkeit hast du einen Po-Klacks um den anderen bekommen und deshalb bist du dann gegangen und hast dann einfach alles losgelassen. Und dann bekamst du auch diese Unterstützung. Und jetzt bist du aber in dieser Lebensfreude wieder angekommen. Und wie gesagt, bist jetzt bereit auf das, was jetzt zu dir kommen möchte. Das hat etwas mit Liebe und dem Park zu tun. Also hier geht es wirklich darum, dass du in dieser Idee, die du jetzt hast, die du neu umgestalten möchtest, kannst, wirst du jetzt neu in dein Leben absolut mit voller Liebe und mit voller Hingabe dein Werk vollenden. Und das ist auch das Geheimnis. Ja, also hier schon einmal, also das Universum verratet dir noch nicht, was es ist, ja, aber es kommt jedenfalls ein Wandel auf dich zu, voller Liebe, und da kannst du schon stolz auf dich sein, weil diese Liebe, die da auf dich zukommen wird, mit dieser kannst du auch aufbauen, mit dem kannst du ein Fundament machen, wie es halt auf einer Wellenlänge, und das hast du so noch nie erlebt und die Person kennst du noch nicht. Gesegnet. Also das ist eine gesegnete, geführte Liebe. Flexibilität haben wir auch hier schon gehört. Hier musst du noch ein bisschen flexibel sein, weil du vielleicht noch ab und zu etwas hinterherhechelst oder vielleicht darfst du noch, vielleicht hast du schon, ich weiß es nicht, 97% deines Ex aufgearbeitet, losgelassen und 3% sind noch übrig und die stören immer noch. Ne? Das ist so, ich vergleiche das oder ich mache das oft mit meinen Klienten so, wenn ich erzähle, ich trinke das gar nicht, aber ich sage mal, wenn du da im Wasserglas, also wenn du ein Cola einschenkst und du schüttest das Cola-Glas aus, aber du lässt noch so ein Leckerle drinnen, ne? Diese eben 3%. Und du würdest ein Wasser drauf schenken, du würdest das Cola schmecken, du würdest schmecken, dass da etwas anderes drinnen ist. Erst wenn du es ganz ausleerst und durchspülst sozusagen und dann wieder Wasser reinschenkst, gegebenenfalls gibst du diesen Kelch auch noch ab und du erbaust dir quasi deinen eigenen neuen Kelch, der reine der Liebe und der Güte und der Fürsorglichkeit, das wäre am besten. Und dann kannst du vergewissert sein, dass nur das drinnen ist, was du auch möchtest. Ja? Und das möchte dir das Universum jetzt auch schenken oder mitteilen. Und das wirst du auch tun. Aber du brauchst eben zuerst noch diesen Zuspruch von anderen, bis du dann erkannt hast, dass du den eigentlich gar nicht mehr brauchst, dass du die Liebe deines Lebens jetzt in deinen Händen halten kannst. Und du hast dreimal die Erdkarten. Es wird ein bisschen dauern. Aber du kommst da raus und du bist schon unendlich dankbar für das, was du alles erreicht hast in deinem Leben. So, und jetzt kommen wir zu Stapel 3. Was hast du denn hier, mein Schatzi? Ich bin gespannt, was du für ihre neuen Ideen in das Leben bringst. Und du hast hier, oh, sich gegenseitig kennenlernen und Gespräche von Herz zu Herz. Na, ich bin mal gespannt. Also du hast jetzt schon mal den Jackpot in Liebe. Da lernt ihr euch gegenseitig kennen in den 14 Tagen. Ihr werdet viele Gespräche von Herz zu Herz führen. Also ich habe das Gefühl, dass ihr ganz, ganz tolle Gespräche haben werdet, dass ihr da rauskommen werdet, dass du da wirklich absolut geführte, liebevolle Gespräche zu deinem Liebsten haben wirst. Ja? Ich glaube ja auch noch nicht, dass du ihn kennst, ganz ehrlich. Also wenn, dann müsstest du ihn ganz frisch, ganz neu kennengelernt haben. Aber ansonsten bekomme ich eher herein, dass es eine ist noch sehr frisch, beziehungsweise bekomme ich mehr herein, dass du diesen Herrn oder diese Dame noch nicht kennst. Also es ist ganz neu. Dann die Herrscherin. Die Herrscherin, die weiß, was sie will. Also die Herrscherin weiß schon und geht schon ihren Weg. Dann die 3 des Feuers, eine sehr leidenschaftliche Person, die wirklich weiß, wo sie hingeht. Sie hat das Licht bei sich, sie hat 2 Lichtfunken sozusagen bei ihr. Also eigentlich 3 Lichter, eine hinten, eine vorne und eine in der Mitte. Das steht für Zukunft.
Also du hast eine Kerze für die Gegenwart, also für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gestellt. Also du hast alle drei Lichter aufgestellt für die Vergangenheit, Gegenwart und eben die Zukunft. Und du richtest deinen Kompass wirklich in der Gegenwart aus. Ja, also das ist einmal das, was ich hereingechannelt bekommen habe, und wir lesen dann eh noch durch, was diese Karte sagen möchte. Dann 7 der Erde, es geht um Zuhören, um auch Hinhören und was ich hereinbekomme, dich so zu zeigen, wie du bist. Und du hörst jetzt auch einmal auf andere Wesen. Also es könnte sein, dass er oder sie ganz anders denkt und früher, wenn jemand anders gedacht hast, hast die, weiß ich nicht, ausgelacht und das ist ein Blödsinn abgetan. Und jetzt hörst du aber hin, jetzt hörst du zu, was ein Gegenüber dir zu sagen hat. Und da lesen wir jetzt durch, was die Herrscherin uns zu sagen hat. Ja, gleich aufgedeckt. Die Herrscherin, die Fruchtbarkeit. Jetzt ist die ideale Zeit um neue Ideen. Wow, wie passend ist das bitte? Ich muss das euch zeigen, weil ich glaube echt, ich lese euch das wirklich nur so vor. Neue Ideen. Also neue Ideen. Neue Ideen. Und Erfahrungen Raum zu geben. Ich bin mit allem versorgt, was ich brauche, während ich in neue Form meiner selbst hineinwachse. Mein Leben ist reich an Möglichkeiten, die reif zur Verwirklichung sind. Ich verstehe mich darauf, kraftvoll etwas mitzuschaffen. Und das Leben liebt mich. Meine Welt ist voller Potenzial und bietet unerschöpfliche Möglichkeiten, die sich im Sinne des höchsten Wohles manifestieren. Wow! Also hier wird wirklich diese Liebe wahr werden. Oh mein Gott! Yay! Also das könnte wirklich ein Jackpot sein, Lieben. Also hier. So. Die drei des Feuers, Zuwachs an Chancen, die Fülle der Kreativität und Erfolg. Wow, du legst den Erfolgsstein, hast du denn in der Vergangenheit, in der Gegenwart und für die Zukunft gerichtet. Sehr schön. Ich bin jetzt auf dem richtigen Weg zum Erfolg. Vor mir liegt eine Fülle an Möglichkeiten. Dabei muss ich mir selbst vertrauen, denn ich habe es in der Hand. Für mich selbst eine gute Wahl zu treffen. Ich kann Situationen und Beziehungen mit erschaffen, die im Einklang mit einem Herzenswunsch sind. Ein Herzenswunsch wird dir erfüllt werden. Und die 7 der Erde, eine neue Strategie erwägen, an einem Scheideweg sein, eine notwendige Entscheidung zu treffen. Also du wirst die richtige Entscheidung treffen. Wenn ich auf meine bisherigen Fortschritte zurückblicke und sehe, wo ich jetzt stehe, frage ich mich, ob die alte Methode fortführen oder ein neues Lied anstimmen will. Ja, ne? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie passend. Es steht mir jederzeit frei, meine Vorstellungen von dem, was ich mich miterschaffen möchte, eine neue Form zu geben, wenn das, was ich manifestiert habe, immer nicht in der erhofften Weise dient, kann ich mir furchtlos eingestehen, dass es seine Bedeutung für mich verloren hat. Was immer ich zu tun denke, ich habe keine Angst, von vorne zu beginnen. Denn ich bin mir gewiss, dass das göttliche Prinzip mich stets in meinem höchsten Wohl zu unterstützen. Ja, hier hast du vielleicht eine Liebe, eine Liaison sozusagen verlassen und fangst mit dieser Person hier ganz neu an. Und diese Person wird dich absolut unterstützen in deinem Projekt, in deinem Vorhaben, mit dem, was du jetzt machen möchtest. Also sie unterstützt dich sozusagen. Dann wieder, Stolz ist kein guter Berater. Also sei nicht zu stolz, um das auch anzunehmen. Denn du bist reich an innere Fülle, an innere Weisheiten. Also hier kommt auch die Fülle und die Weisheit zu dir. Also wieder der Neumond. Also hier haben wir zweimal den Neumond. Also achtet bitte auf den Neumond. Der ist am, ich möchte euch nichts Falsches sagen. Ich habe meine Notizen hier, aber nur für die. Moment, habe ich das irgendwo?
Nein, ich habe es gar nicht mehr da. Aber achtet wirklich auf den Neumond. Also hier könnte der Neumond sehr wichtig für dich sein. Alle Möglichkeiten, aber ich glaube, der ist am 13.01., wenn ich am, ich glaube, am 13.01. ist der Neumond. Also ich glaube, der Neumond, aber ich bin mir nicht sicher. Dann alle Möglichkeiten. Also am Neumond hast du alle Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, der wirklich für dich dein Herz beflügelt. Also wo ihr leidenschaftliche Gespräche habt, wo ihr Freude habt, wo du annehmen sollst, sei nicht zu stolz, nimm diese Hilfe an. Annehmen, ja, das ist wirklich, noch einmal, nimm die Liebe an. Dann Löwe und Schütze, also entweder bist du Löwe oder hast Schütze in deiner Chart. Hier haben wir schon das Feuer, ja, also hier könnte es wirklich sein, dass du ein Feuerzeichen bist. Also ich bin zum Beispiel Aszendent Schütze. Und wenn du Aszendent Schütze bist oder Löwe bist, also irgendwo müsstest du das in der Chart drinnen haben. Wenn nicht, dann geht es einfach um dieses Temperament, dass du jetzt so viel Temperament hast, um jetzt dich vorwärts treiben lassen zu können. Oh my goodness, hier kommt die wahre Liebe, Leute. Das ist, ich habe es da euch schon gesagt. Und da ist schon die wahre Liebe. Wow, Stapel Number 3. Ihr habt echt tolle Karten, meine Liebe, mein Lieber. Also hier kommt wirklich diese Liebe des Lebens auf dich zu. Und zwar eine Unschuld. Wow, noch einmal, ich krieg Gänsehaut. Also du befreist dich und gehst komplett neue Wege in der Liebe. Also tolle Karten. Also ihr werdet euch über einen Beruf vielleicht kennenlernen. Oder ihr übt einen ähnlichen Beruf aus. Ja, also auch das kann sein. Dieser Herr oder diese Dame kommt sehr plötzlich in dein Leben, sobald du dich entschieden hast, was du möchtest. Wieder der Neumond. Bitte notiert euch den 3. Ich glaube, bitte schaut selber nach und ihr werdet es sowieso in meinem Neumond-Orakel erfahren. Ja, ich habe sie schon gedreht, also nehme ich mal an, dass es am Anfang des Monats, also Anfang, Mitte des Monats ist. Dann das Sonnenkind, also hier geht es darum, dass du dich auf die Sonnenseite des Lebens jetzt begnügst und hier wieder der Neumond. Also wenn das kein Zufall ist, Leute, wir haben einmal, zweimal, dreimal, viermal den Neumond. Noch irgendwo? Noch irgendwo den Neumond? Nee. Ja, viermal reicht eh, ne? Also viermal Neumond, gibt es ja auch keinen Zufall. Ja, ihr könnt euch wirklich in der Menschenmenge kennenlernen. Und das kann wirklich die Arbeit betreffen, ne? Also es könnte sein, dass du ihn oder sie in der Arbeit kennenlernst. Es kann sein, dass ihr hier beide selbstständig seid. Also selbstständig, entweder vom Beruflichen her selbstständig oder selbstständig eigenhändig denken und handeln könnt. Ja, das waren jetzt deine Karten. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich vom ganzen, ganzen Herzen. Und wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich vom ganzen Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Baba.